In 12.1.2 hat sich im Vergleich zu 12.1.1 nicht so viel verändert. Helligkeitswerte, Kontrastwerte, Shader, alles ist gleich geblieben. Im Vergleich zu 12.1.1, wo ja die Shader plötzlich reingekommen sind, diese helleren Shader, dieser Nebeleffekt reingekommen ist. Also, was aber passiert ist, ist Lighthouse ist reingekommen, wir haben höhere Hardwareanforderungen. Das heißt, wir versuchen weiterhin die Kontrastwerte hochzuhalten, den Nebeleffekt niedrig zu halten bei guter Sichtbarkeit, aber auch den PostFX-Filter mittlerweile komplett auszuschalten. Also PostFX geht es komplett raus. Das letzte bisschen, was wir noch drin hatten, ist jetzt auch weg und das kompensieren wir alles durch Nvidia. Das ist die Einstellung für 12.12. Kommen wir aber erstmal zu den Grundeinstellungen und zwar Settings und Game-Optionen. Was haben wir hier? Der RAM-Cleaner ist bei uns ausgeschaltet, weil wir 32 GB haben. 16 GB oder weniger empfehlen wir auf jeden Fall, das Ganze anzumachen. Und der zweite Punkt, Use Only Physical Cores. Bei den meisten CPUs lohnt es sich definitiv, dieses Häkchen reinzumachen. Probiert das aus. Offline-Runde reingehen, FPS-Werte angucken. Das macht ihr so, indem ihr Ö drückt und dann FPS Leerzeichen 1 eingibt. Enter. Nochmal Ö, um die Konsole zu schließen. Und dann bekommt ihr oben rechts eure FPS-Anzeige. Jetzt in einer Online-Runde dieses Häkchen einmal rausnehmen, wieder reinnehmen und ihr seht den Unterschied, bringt euch das was oder nicht. Ich denke, in den meisten Fällen werdet ihr sehen, dass das Häkchen was bringt. In den Grafikeinstellungen seht ihr, dass ich wieder auf WQHD, also auf 2K umgesprungen bin. Und hier der Screen-Mode steht momentan auf Borderless. Ich empfehle auf jeden Fall Fullscreen-Modus. Dass wir hier Borderless drin haben, hat spezielle Gründe. Nehmt bitte auf jeden Fall den Fullscreen-Modus. Die Werte hier unten sind alle so gewählt, dass wir die maximale Performance bei maximal schönem Spiel bekommen. Und zwar, Beispiel Shadows Quality auf Medium bedeutet einfach, dass wir bei Medium den geringsten Einfluss auf die FPS haben, aber trotzdem noch einen schönen Schatten haben. Ihr kennt das, wenn ihr den auf Minimum stellt, wie plötzlich alles extrem kantig und unschön wird. Unspielbar meiner Meinung nach, das ist eine absolute Katastrophe. Manche mögen es, sagen, sie hätten nochmal einen Vorteil dadurch, weil sie weniger Schatten haben. Es ist sogar teilweise ein Nachteil, weil ein Schatten eines Gegners die Gegner-Silhouette nochmal größer macht. Also man kann das so und so sehen. Ich komme mit Medium am besten zurecht, es sieht gut aus, es ist ein guter Kompromiss zwischen Performance und schönem Spiel. Die erste Besonderheit seht ihr hier bei HBAO ist auf Low. Normalerweise habe ich das auf Aus, die meisten anderen werden es auch immer auf Aus gehabt haben für die maximale Performance. Warum also jetzt auf An? HBAO in Kombination mit den eingeschalteten Grasschatten sorgt dafür, dass ich ein schöneres, weicheres Bild bekomme. Und weicheres Bild bedeutet, dass ich Gegner besser sehen kann, die sich sozusagen durch diesen weichen Hintergrund nochmal hervorheben. Das heißt, es ist nicht so anstrengend, Gegner zu erkennen, Bewegungen zu erkennen. Eingeschaltete Grasschatten homogenisiert sozusagen die Landschaft, wenn man so sagen möchte. In Kombination mit dem HBAO-Filter auf Low sorgt das für ein richtig schönes, eine richtig schöne Landschaft, ein richtig homogenes Bild, also ein gleichmäßiges Bild. Low ist deswegen eingestellt, weil es den geringsten Impact auf die Performance hat und wir haben das maximale Ergebnis. Also HBAO und Grasschatten an. Die nächste große Veränderung ist das SSR. SSR auf High. Warum? Um Himmels Willen, weil Nikita uns das gesagt hat. Nikita hat im letzten Tag auf TV gesagt, Leute, wir versuchen so viel an der Performance und an dem Spiel zu werkeln und vor allem, dass es auch schön aussieht. Wir versuchen hier ein Kunstwerk zu erstellen und alle spielen das Spiel so, als ob es sich hier um einen Counter-Strike-Klon handelt und erstellen alle Einstellungen noch niedrig und man sieht nur noch Strichmännchen am Ende des Tages. Bitte versucht doch zumindest den SSR-Wert hochzuschalten. Und ich habe mich gewundert, warum er jetzt ausgerechnet auf diesen SSR-Wert gegangen ist. Ich habe verschiedene Einstellungen ausprobiert, ausgeschaltet, Low, Medium, High und Ultra. Und tatsächlich ist es so, dass ich erst bei Ultra einen großen FPS-Einbruch hatte von 15 FPS. Auf Ultra 15 FPS, dagegen auf High nur 4 FPS. Der Unterschied von High auf Medium auf Low war kaum ein Unterschied. Das heißt, bei SSR High habe ich sozusagen den geringsten Verlust in FPS, aber gleichzeitig die maximale Wirkung dieses Filters. Ja, und was macht dieser Filter jetzt? SSR sorgt dafür, dass die Reflexionen in das Spiel kommen. Das heißt, Wasseroberflächen bei Regen, aber auch Gras und das glänzende Licht bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, sämtliche Glasreflexionen. Es sieht so unglaublich schön aus, dass das ganze Bild tatsächlich nochmal einen richtigen Qualitätssprung nach oben bekommt. In Isotropic Filtering sorgt dafür, dass der Bereich vor einem sozusagen ein bisschen geglättet wird per Texture. Man sieht es kaum, ich habe es drin, es hilft mir minimal, aber es ist ein Wert, den man auch auslassen könnte. Es hat aber kaum Einfluss auf die Performance. Und Nvidia Reflex Low Latency, ein ganz, ganz wichtiger Wert, muss mindestens auf An sein. Ich habe mittlerweile gesteigert On and Boost. Boost bedeutet, dass die Grafikkarte immer auf 100% läuft. Das heißt, sie ist immer abrufbereit. Sie muss nicht erst hochfahren und dann reagieren. Das heißt, wir haben eine kürzere Latenz und dieses Feature funktioniert noch besser. Also On ist absolute Pflicht. On and Boost müsst ihr euch überlegen. Das ist so ähnlich wie, wenn ihr Windows-Einstellungen, diese Energieeinstellungen auf maximal stellt, dass der PC immer auf volle Last läuft. Muss man nicht machen. Ich habe es auch eine lange Zeit lang ausgelassen, aber der Unterschied in der
In der Auslastung der Komponenten der Grafikkarte und des Rechners ist es so minimal bei einem Gaming-Rechner mit diesem Boost, dass ich es mittlerweile auch On-And-Boost aktiviert habe. Kommen wir zu dem Wichtigsten, und zwar zu den Bildeinstellungen. Wir haben POSFX mittlerweile komplett deaktiviert. Wenn ihr auf die Internetseite geht, sigzerek.com, unten verlinkt, dann seht ihr den Verlauf der letzten POSFX und Nvidia-Einstellungen, also wie sich das im Laufe der letzten Patches verändert hat. Also 12.12, das erste Mal, wo wir jetzt wirklich POSFX komplett ausmachen, und zwar kompensieren wir das Ganze natürlich mit Nvidia. Hier sind die Einstellungen für Nvidia. Das ähnliche Einstellungen habt ihr natürlich auch bei AMD. Hier ist das die Nvidia-Systemsteuerung, und zwar geht es hier um Helligkeit, Kontrast, Gamma und die digitale Farbanpassung. Das sind Einstellungen, die ihr sozusagen einmal vom Desktop aus verändert. Man sollte sie jetzt nicht so benutzen, dass man für nachts bestimmte Einstellungen braucht, für tags und für dieses und jenes. Einmal eingestellt sollte das reichen. Einige nervt das schon, weil sie dann für EFT das Ganze an- und ausmachen müssen. Ja, aber ich finde, das ist absolut wert, weil es sich wirklich lohnt. Ich zeige euch jetzt mal die Einstellungen, die ich erstmal empfehle für einen neutral eingestellten Monitor. Mein Monitor ist momentan neutral eingestellt. Und wenn ihr genau dieselben Effekte sehen möchtet, müsstet ihr euren Monitor auch einmal neutral einstellen. Da gibt es im Internet so ein paar Tools für, dann könnt ihr euch das mal angucken, wen das interessiert. Ansonsten nehmt das bitte als Richtwert, in welche Richtungen man gehen kann und welchen Effekt das Ganze hat. Also, wir fangen an mit der Helligkeit. Helligkeit geht nicht hoch. Hohe Helligkeit sorgt dafür, dass wir einen Nebeleffekt bekommen. Wir wissen seit 12.11, diese Shader, die nochmal nebliger geworden sind, gerade auf Interchange zum Beispiel, machen das Spiel so neblig, dass man gar nicht mehr lange Distanzen überblicken kann. Und deswegen geben wir hier den gegenteiligen Wert. Das wird übrigens auch bei POSFX empfohlen, dass man einen Brightness-Wert runtersetzt. Also hier setzen wir den Helligkeitswert jetzt runter auf 47. Das sind etwas verrückte Einstellungen. Manche denken, ja, das ist ja bekloppt, dann wird es ja noch dunkler. Jein, wir kompensieren das Ganze natürlich mit dem Gamma-Wert. Und der Gamma-Wert geht schön hoch. Und zwar setzen wir uns mal auf 1,2 und damit haben wir ein Bild, was heller ist als vorher, aber gleichzeitig eben eine andere Helligkeit hat und nicht diesen Nebeleffekt verstärkt. Jetzt setzen wir den Kontrast nach oben, und zwar 50%. Wir setzen hier knallhart 5 Punkte drauf, also 55%. Und ich setze den Wert jetzt mal richtig hoch, dann seht ihr, wie das Bild dunkler wird. Also das heißt, wir kriegen hier ein dunkleres Bild. Das heißt, durch die niedrige Helligkeit und den hohen Kontrast haben wir jetzt wieder ein dunkleres Bild. Und das kompensieren wir durch weitere 0,2 Punkte. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem Gamma-Wert hoch auf krasse 1,4. Das ist tatsächlich bei mir jetzt der höchste Wert, den ich jemals hatte. Und man kann schon ganz gut im Hintergrund sehen, wie sich alles voneinander abhebt, wie die Kontraste entstehen. Es ist wirklich toll. Also diese Kombination sorgt dafür, dass es alles miteinander harmoniert. Also der Gamma-Wert, die Helligkeit kompensiert den Kontrast. Kontrast sorgt dafür, dass sich Gegner abheben, Strukturen abheben voneinander. Und die Helligkeit sorgt dafür, dass der Nebel runtergeht, indem wir die Helligkeit runtersetzen. Digitale Farbanpassung ist persönliche Präferenz. Manche mögen diesen Schwarz-Weiß-Effekt nicht, also dass Tarkov sehr farbarm ist. Andere mögen den Neon-Effekt nicht, wenn es auf 100% ist. Es ist so, dass sich Gegner tatsächlich etwas besser hervorheben, wenn dieser Wert sehr hoch gedreht ist. Aber auch da müssen wir natürlich einen Kompromiss finden. Es ist jetzt ein Silent-Patch gekommen, bei dem die Farbwerte hochgesetzt wurden bei EFT. Das heißt, Leute, die jetzt auf 100% hatten, könnten jetzt vielleicht überlegen, das ein bisschen runterzusetzen. Tatsächlich gehe ich hier auf 80%. Probiert es aus für euch, sodass es ein schönes Bild wird. Und ja, that's it. Ein schöner Kontrast bei schönen Helligkeitswerten. Man sieht schön die Strukturen. Man sieht schön weit. Man kann richtig schön EFT spielen. Also es ist wirklich ein toller Wert, um den POSFX-Wert auch auszulassen. Grandios. Bin momentan sehr, sehr zufrieden mit diesen Einstellungen. Wir schließen die Settings ab mit Sound und Controls. Also bei Sound ist es so, dass wir das Interface-Volume wieder auf 50 haben. Wir hatten es zwischenzeitlich auf 10. Interface-Volume ist das Geräusch, was man macht, wenn man im Raid seinen Rucksack öffnet, Munition nachlädt, Patronen in das Magazin reinklippt. Dieses Klippen, das ist die Lautstärke, die man hier einstellt. Manche stellen es auf 0, um die Gegner besser zu hören. Manche stellen es auf 0, weil sie glauben, dass sie dann leise sind. Das ist nicht so. Das ist also wirklich nur der Lautstärkepegel für euch selber, was ihr hört. Die Gegner hören immer dieselbe Lautstärke von euch, wenn ihr den Rucksack ablegt, wenn ihr in den Rucksack reingeht, wenn ihr die Waffe anlegt oder wenn ihr Magazine klippt. Unabhängig davon, wie hoch dieser Regler hier eingestellt ist. Dadurch, dass ich ein schöneres Gefühl habe einfach, wenn ich diese Geräusche höre und gleichzeitig immer noch gut die Gegner hören kann, stelle ich diesen Wert auf 50. Also ich habe es wieder von 10 erhöht. 10 war mir einfach zu niedrig, die Immersion ging verloren. Also dieses Gefühl, mittendrin zu sein, ist bei 50 viel, viel stärker. Deswegen hier wieder bei 50.
Ja, und das Hideout ist wieder relativ laut geworden, deswegen drehen wir das wieder runter auf 10. Das hatten wir schon mal in 12.10 oder so. Es ist wieder lauter geworden, Lautstärke-Regler geht wieder runter, damit wir das kompensieren. Sonst fliegen uns im Hideout die Ohren raus. Binaurales Audio, absolutes Pflichtprogramm, war ich schon immer ein Fan von. Und ich habe mittlerweile auch neue In-Ears, mit denen ich noch besser hören kann. Das macht so viel aus. Es ist ein sehr, sehr schönes Video von Veritas rausgekommen. Ich kann euch das wirklich ans Herz legen, wer noch denkt, ja, binaurales Audio, Steam Audio ist so schlecht, hat so viele Probleme, macht so viele Fehler. Guckt euch das Video von Veritas an, das ist sehr, 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 sehr schön erklärt, warum ihr möglicherweise auf dem Holzweg seid, was jetzt so gewisse Fehler angeht, dass möglicherweise Fehler in EFT gar nichts mit dem Steam Audio zu tun haben, sondern möglicherweise insgesamt mit dem Spiel und bei beiden Soundarten vorhanden sind. Also langfristig ist es so, dass wir Binaural Audio als einzige Audioquelle drin haben. Meiner Meinung nach auch ein Grund, dass man sich frühzeitig dran gewöhnen kann. Aber es klingt einfach so toll. Also ja, guckt euch das Veritas Video an, wer noch absolut mega Zweifel hat. Ich kann es wirklich empfehlen, nochmal einen neutralen Blick auf die ganze Geschichte zu bekommen. Und zum Schluss noch die Controls. Und zwar habe ich hier einige Änderungen. Und zwar fangen wir an mit dem Lehnen, rechts, links lehnen. Habe ich standardmäßig auf QE gelassen, allerdings haben wir das von Continuous auf Press verändert. Das heißt, ich drücke einmal E und bin dann rechts geleant und kann dann sozusagen mit WASD um die Ecke laufen, während ich leane. Das heißt, ich kann sozusagen damit Ecken umlaufen, also Q lehnen, nach links lehnen, um die Ecke gehen und wieder lösen. Deswegen EQ verändert auf Press. Andere benutzen dafür die Mausknöpfe, weil du kannst, wenn du lehnst, dich nicht gut bewegen. Und deswegen versucht jeder so eine eigene Lösung zu finden. Einige haben es auf den Mausbuttons, einige benutzen dafür Fußpedale, um sich hin und her zu lehnen. Andere benutzen komplett andere Tasten, haben die komplette Konfiguration verändert, damit sie das besser kombinieren können. Es ist tatsächlich gar nicht einfach, da eine Lösung zu finden. Ich bin momentan mit dieser Press-Geschichte am zufriedensten. Würde langfristig vielleicht sogar wieder probieren. Ich habe Pedalen, mit den Pedalen wieder ein bisschen besser klarzukommen. Aber momentan bin ich nicht so der Freund von dieser Pedalerie. Dann haben wir den Aim-Modus, rechte Maustaste, also in den ADS-Modus zu gehen, auf Continuous gesetzt. Also hier muss ich jetzt gedrückt halten. Ich persönlich bin dadurch ein bisschen schneller. Es finde ich sehr angenehm, auf Continuous zu halten. Hat Vor- und Nachteile. Es hat so ein bisschen COD-Style-Gefühl vielleicht, aber mir macht es wirklich Spaß. Also Aim habe ich mittlerweile auf Halten. Und wenn wir hier ein bisschen weiter runter scrollen, seht ihr Emergency Weapon World immer noch draußen. Also das Nachladen mit Doppel-R habe ich entfernt, weil ich zu viele Magazine verloren habe. Ich werde es irgendwann wieder reinnehmen, gar keine Frage, es ist wichtig eigentlich, aber es hat mich so sehr aufgeregt. Das ist erstmal komplett draußen, dass ich meine nicht mehr so viele Magazine verliere. Und dann hier noch ein Tipp mit der Check Fire Mode, Check Chamber Malfunction und so weiter und so weiter. Shift und T sorgt dafür, dass ihr eure Waffe sozusagen fixen könnt und mit L könnt ihr die Waffe überprüfen, wenn ihr eine Malfunction habt. Jetzt gibt's den Trick, ihr sagt anstatt T plus Shift, macht ihr hier L und dann anstatt Press Release. Das heißt, ihr drückt L, überprüft die Waffe, ihr lasst L los und die Waffe ist repariert. Also 2-in-1. Ich habe das nicht gemacht. Ich finde die klassische Variante einfach schöner. Wirklich inspizieren und dann überprüfen. Aber es ist sicherlich hilfreich, in einem Kampf sich diesen einen Klick hier zu sparen. Also einmal L drücken, um die Waffe zu inspizieren und gleichzeitig zu reparieren. Und genau das habe ich aber bereits benutzt bei einer anderen Option, und zwar hier unten. Wenn wir uns nämlich die Ausgänge anschauen, wie wir die Ausgänge zugeordnet bekommen haben und hier oben und welche Zeit noch auf dem Tacho ist, da müssen wir O bzw. Doppel-O drücken normalerweise, um das angezeigt zu bekommen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich einmal O drücke. Hier oben seht ihr Checktime, O, Press ist der Standard. Allerdings habe ich jetzt Checktime und Exits nicht auf zweimal O, sondern auf Release. Das heißt O einmal drücken, dann kommt die Zeit und ich lasse O los und dann kommen die Ausgänge. Also wozu zweimal drücken, wenn einmal reicht. Und dann müssen wir trotzdem nochmal ganz runter scrollen, weil hier haben wir noch Discard verändert. Und Discard ist standardmäßig auf Entfernen. Ich hatte es zwischenzeitlich auf einer Maustaste, allerdings brauche ich die Maustaste jetzt wieder für Scope Magnification und Scope Änderung. Das heißt, wir haben mittlerweile hier diese Backslash. Auf jeden Fall ist das die Taste neben meiner Shift-Taste. Das heißt, mit dem Ringfinger kann ich dann discarden und so. Wer das nicht kennt, wenn man mit der Maustaste über Items geht und dann diese Taste drückt, dann werden die Items direkt rausgeschmissen. Also super wichtig in Raids, um schnell Loot loszuwerden, um Platz zu machen. Sehr, 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 sehr wichtig. Und dieser Discard-Button ist standardmäßig auf Entfernen, wo man komplett umgreifen müsste. Also hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier eine vernünftige Taste zu suchen oder eine Maustaste zu legen. Ich habe es mittlerweile auf Shift. Das ist zwischen Y und Shift die Slash-Taste.
So, damit sind wir auch schon durch. Und zwar sind die Einstellungen für 12.12 nicht so viel anders. Allerdings ein ganz großer Schritt war es wirklich, PosFX komplett auszuschalten. Auf den Clarity-Filter, ich liebe Clarity, auf den Clarity-Filter zu verzichten und die NVIDIA-Einstellungen so anzupassen, dass wir das mindestens kompensieren oder sogar noch ein bisschen besser sehen als vorher. Man muss sagen, dass das Ganze ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen hat, so kleinste Veränderungen zu gucken, ja, lasse ich jetzt PosFX doch drin oder nicht, das ist so ein Haufen Arbeit. Deswegen kommen diese Videos auch immer so spät, weil wir wirklich mit Leidenschaft zwar, aber viel zu lange an sowas arbeiten. Ja, was soll ich sagen, es ist halt nerdy, aber es macht mir Spaß und es gehört dazu. Es macht einfach Spaß, sowas herauszufinden und mittlerweile, ich habe das Gefühl, jeden Patch kommt eine minimale Veränderung und wir verändern wieder unser komplettes Setup, um das Kleine anzupassen. Aber ja, das gehört auch dazu, das gehört zum Spiel. Leute, wenn euch das geholfen hat, freue ich mich sehr. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Wir machen jetzt samstags immer die Wochenübersicht, wenn das interessiert, schaut gerne rein. Um 11 Uhr jeden Samstag auf YouTube. Ansonsten sehen wir uns wie immer auf Twitch. Bleibt gesund, bleibt sauber. Und alles Gute in dieser schwierigen Zeit. Haut rein. Ciao, 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 ciao.